Wenn du dich mit erfolgreichen Menschen vergleichst in Bezug auf ihre Zeit, dann wirst du feststellen, die haben auch nicht mehr als du. Aber sie machen etwas anders. Sie starten anders in den Tag und ich zeige dir heute, wie sie das machen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge, sondern auch Coach, Trainer und natürlich auch Sportler. Und das Besondere am Alltag ist es, dass man lernt, den Tag erfolgreich zu starten, wenn man tatsächlich am Ende seine Ziele erreichen will. Und hier gibt es einen großen Fehler, den fast alle Menschen machen, die ich kenne. Was ist nun der große Fehler, den viele machen? Nun, sie stehen morgens auf und dann haben sie zunächst mal die Auswahl. Auf der einen Seite haben sie einen Topf an Aufgaben, die ziemlich unangenehme Gefühle bereithalten und bereiten werden, sobald sie angefangen werden. Zum Beispiel der Sport. Da gibt es sogar Schmerzen oder Menschen anzurufen oder ein Angebot schreiben oder irgendeine andere unliebsame Aufgabe. Und auch du wirst sicherlich eine große Liste von Aufgaben haben, die du lieber nicht so gerne machst. Sei es eine E-Mail zu schreiben, jemanden anzurufen oder irgendetwas anderes Unangenehmes. Auf der anderen Seite hast du die andere Box, die dir sehr schnell und kurzfristig gute Gefühle bereitet. Das muss nicht immer nur die Schokolade sein. Das kann vielleicht der Schnack mit den Nachbarn sein, das Treffen mit Freunden sein. Das kann irgendetwas sein, was dir sehr schnell und kurzfristig gute Gefühle bereitet. Der Nachteil ist aber, wenn du jeden Morgen dir als erstes die Zigarette anzündest, jeden Morgen als erstes dich mit Nutella und Weißbrot vollstopft, wenn du jeden Morgen dich vom Fernseher sitzt und dich berieseln und ablenken lässt, dann werden genau diese Verhaltensweisen langfristig in Schmerz, in Erfolglosigkeit und teilweise sogar nach Herzinfarkt in den Tod führen. Und interessanterweise gibt es auf der anderen Seite das gleiche Phänomen. Wenn du dich morgens entscheidest, nämlich nicht das kohlenhydratreiche Frühstück zu essen, sondern dich auf den Stepper, aufs Laufband, zum Personal Trainer begibst und deinen Sport machst, also gezielt die Schmerzen suchst, durch leichte Überforderung die Trainingsimpulse setzt, um übermorgen Wachstum zu haben, dann wirst du langfristig Freude haben, wenn du zum Strand gehst und dort deine Freizeit verbringst. Und das Gleiche gilt natürlich auch für deinen unternehmerischen Erfolg, für deine Karriere. Wenn du gezielt nicht nur ein Jahresziel setzt, sondern Quartals- und Monats- und Wochen- und Tagesziele, wenn du einen Wochenplan, einen Tagesplan machst, einen Finanzplan machst, wenn du Menschen aktiv anrufst, auf andere zugehst, deine Versprechen einhältst, Wiedervorlagen aufbaust, Systeme zur Projektverwaltung integrierst, dann sind es selten am Anfang schöne Gefühle, sondern bereiten vielen Schmerz. Das Gute ist aber, wenn du dich den Schmerzen stellst, wenn du also das suchst als erstes morgens nach dem Aufstehen, wo der Schmerz ist, dann wirst du feststellen, dass die kurzfristigen Schmerzen in der Regel immer zu langfristigen Freuden führen, zu langfristigem Glück und vor allen Dingen zu beruflichem Erfolg. Und die Menschen, die morgens ihre Auswahl nach ihrer Gefühlswelt betrachten, was bereitet mir heute schöne Gefühle, ein bisschen Schoki, ein bisschen Nutella, hier noch was Leckeres, da eine Süßigkeit, hier ein Video, da Social Media und da eine Zigarette, die werden langfristig feststellen, dass dieses Verhalten zum Schmerz, zum Misserfolg und vielleicht zum Tod führen können. Deshalb lade ich dich ein, jetzt gleich eine Liste zu machen von all den Freuden und vielleicht auch Süchten, die dich bisher morgens immer davon abgehalten haben, die unliebsamen Tätigkeiten zu machen. Schreib alles auf, was so deine scheinbaren Gefühlsdopingmittel sind, die langfristig zum Schmerz führen. Und auf der anderen Seite mache eine Liste der Dinge, vor denen du dich scheust, wo du sagst, oh, das will ich nicht, das mache ich nicht, das macht mir keine Freude. Sondern ganz im Gegenteil, das gezielt umzusetzen und mit deiner Liste zu repräsentieren und in deinen Tagesplan, in deinen Tagesstart zu integrieren. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur viele gute Berater, sondern auch gute professionelle Coaches an Bord. Denn diese beiden Listen, die gelten nur für dich. Meine Listen sind ganz andere, als du sie hast. Sicherlich gibt es ähnliche. Sicherlich wirst auch du Sport machen müssen, um fit zu bleiben. Und sicherlich hast du auch Süchte, die es gilt, oder Interessen, die es gilt, zu vermeiden, damit du Platz hast für die sinnvollen Tätigkeiten. Gerne kannst du jetzt aber auch das Video liken, unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir den Erfolg, den du den Rest deines Lebens haben wirst, wenn du gelernt hast, nicht die kurzfristigen Freuden zu suchen, die in langfristigen Schmerzen enden, sondern die kurzfristigen Schmerzen gezielt zu suchen, die in langfristigen Freuden enden. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.